Max Eberl hat gestern relativ klar gemacht im Sportstudio auf die Frage, ist diese Unterstützung der Fans, die ja nach toll war nach dem Dortmund-Spiel, trotz dieser klaren Niederlage, ist die als Vertrauensbeweis gegenüber dem Trainer zu sehen? Da ist er relativ stark ausgewichen und hat eben gesagt, es ist erstmal ein Vertrauensbeweis gegenüber dem ganzen Verein. Die einzelnen Entscheidungen werden jetzt hinterfragt, wenn der Winter kommt. Ja. Und das heißt Trainer, Spieler, auch Management. Also das heißt, ich verstehe das so, mit wem plant man für die Rückrunde sowohl auf dem Trainerposten, mit wem plant man auch ernsthaft im Spielerkader? Ja. Und gibt es vielleicht sogar noch die eine oder andere Position, auf der man nachbessern kann? Auch wenn das ja vor 2 Wochen, glaube ich, noch ausgeschlossen wurde. Ja, aber je nachdem, wie die Lage ist und wie sich auch gerade diese Verletzten-Situation jetzt rund um Dominguez und Hermann abzeichnet. Bei Dominguez hieß es unter der Woche, ob das nochmal überhaupt was wird. Ja. Bei Hermann wissen wir nicht, wann, er hat jetzt, glaube ich, die Krücken abgegeben, aber da wissen wir nicht, ab wann er ist ja wieder ernsthaft einsatzbereit. So. Drimmic angeblich ist bald wieder eine Alternative. Aber das muss man eben alles dann nochmal auf den Tisch bringen, rein Tisch machen. Ich glaube erstmal, dass das Entscheidende ist die Trainerfrage. Und ich will jetzt auch nicht sagen, was richtig oder falsch ist, weil ich glaube, da wissen die Leute im Verein selber besser Bescheid darüber, wie es läuft, ob Schubert die Mannschaft erreicht, wie die Mannschaft ihn respektiert und auch andersrum. Von daher ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr entscheidend, wie jetzt die letzten Spiele zu Ende gebracht werden. Auf jeden Fall. Auch um die Stimmung im Verein, die ja auch sehr wichtig immer ist und auch für die Mannschaft sehr wichtig ist, weil wir kennen die Geschäftsstelle ja. Das ist alles klein, eng zusammen. Die Leute kennen sich alle gut untereinander. Es ist ein bisschen familiär. Von daher ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass eine gute Stimmung im Verein herrscht. Und das, glaube ich, würde dann auch solche Personalentscheidungen einfacher machen, wenn die Mannschaft entsprechend punkten würde am Ende. Ja, und ich meine, letzten Endes geht es auch darum, wirklich um trockene Punkte. Man kann von Kontinuität sprechen, man kann sagen, wir wollen das. Klar, jeder will das. Wir hatten die auch in den letzten Jahren wirklich in einem fantastischen Maße, dass wir wirklich gesagt haben, es ist ein Weg erkennbar. Ja. Jetzt ist die Frage, ab wann ist es eine reine, Durchhalten und bis wann ist es noch Kontinuität? Und letzten Endes kann man leider dann sich nicht auch von den Punkten freimachen. Ohne Punkte ist auch keine sportliche Entwicklung zu sehen. Die Mechanismen momentan, des Geschäfts. Die Mechanismen des Geschäfts, genau. Jetzt hast du wieder einen draufgesetzt, was die Floskeln angeht, genau. Aber wir haben uns jetzt nicht direkt an dieser Trainerfrage beteiligt, was ja in den Medien und auch in den Borussia-nahen Fanmagazinen schon relativ stark getan wurde. Ja. Es gibt da auch unterschiedliche Meinungen, wenn man mal sieht, dass gerade auch meine alten Kollegen von Seitenwahl da sehr kritisch agieren, während Torfabrik dann ein bisschen eher so in die Richtung geht, mal abwarten und mal gucken. Ich finde, dass beide Seiten da bis jetzt sehr sachlich geblieben sind und dass das sehr wichtig ist. Beide haben auch ihre Argumente, also... Auf der anderen Seite merkt man halt in den sozialen Medien und eben auch von anderer Seite auch, dass da schon eine gewisse Aggressivität auch mit reinkommt, die jetzt noch nicht wirklich bei den echten Fans ist, aber eben bei denjenigen, die auch politisch gerne mal über die Stränge schlagen. Die schlagen jetzt genauso im Verein bei Borussia-Fragen über die Stränge. Aber es ist zum Beispiel auch so, wissen ja, wie das ist. Was natürlich bei André Schubert auch die Sache ist, er ist ja keiner, der jetzt wirklich... die Menschen für sich gewinnt, würde ich mal sagen. Also ich meine, er kommt nicht so locker rüber, er kommt, er ist dann auch manchmal einfach nicht der Sympathischste. Ich glaube, deswegen reiben sich auch einige Leute, oder er kommt nicht so rüber, sagen wir es so, weil wir kennen ihn nicht und von daher, die Leute reiben sich vielleicht deswegen auch ein bisschen daran und klar, man hatte vorher mit Lucien Favre einen unglaublich charmanten Trainer, der... Schrullig, könnte man sagen. Ja, und schrullig. Auch schrullig irgendwie, den man trotzdem irgendwie lieben gelernt hat natürlich auch. Und da kommt dann mit Schubert ein ganz anderer Typ. Er war ein Charakterkopf. Er war auf seine Weise natürlich auch keine einfache Persönlichkeit, ein bisschen schwierig, auch sicherlich in der Zusammenarbeit. Aber er hatte eben was. Und bei Schubert ist das Problem, er kokettiert ja fast auch damit, nicht sein zu wollen. Ich habe das gestern wieder erlebt, als er von verschiedenen Medien gefragt wurde, was er zum Spiel sagt. Er geht halt nicht auf diese Dinge so ein, als dass man dann auch wirklich für ihn Partei ergreifen kann. Er nimmt sich einfach aus jeder Situation immer total raus. Ja, das stimmt. Und wenn du nicht greifbar bist, wenn irgendwie niemand wirklich dich mal in die Ecke oder in die Ecke tun kann, dann tut man sich ja grundsätzlich, die Leute sich grundsätzlich schwer, eben dann auch für jemanden klar Partei zu ergreifen. Und diese Nicht-Greifbarkeit ist, glaube ich, das größte Problem, was er von Anfang an hatte. Ja, und auch der Start mit den Geschichten über seine vorherigen Trainerstationen, die ja auch jetzt nicht wirklich positiv waren. Das sind alles Sachen, die sind ihm noch ein bisschen nachgelaufen. Es schien ja so, als hätte er bei Borussia jetzt damit
mit diesen Vorurteilen eigentlich jetzt nichts mehr ja. mit zu kämpfen. Ich meine, abgesehen davon, von dem, was man ab und zu so aus dem Verein hört, können wir da auch jetzt nicht so viel zu sagen. Ich glaube, dass sein Problem ist, das Einzige, was ihm wirklich hilft, ist immer Erfolg. Er selber hilft sich nicht so sehr dabei in seinem Auftreten, dass die Leute jetzt massiv sich hinter ihn stellen und sagen, hey, komm, dem lassen wir auch mal was durchgehen. Und umso erstaunlicher finde ich eigentlich, wie jetzt nach Eberls doch relativ harscher Kritik an bestimmten Tendenzen im Umfeld, die Mannschaft, die Leute sich doch zusammengeschlossen haben, die Fans sich auch nochmal hinter die Mannschaft gestellt haben, haben wir auch schon gegen Hoffenheim gesehen und versuchen jetzt wirklich zusammen zu denken, lass uns bis zum Winter noch irgendwie Punkte holen. Aber ich glaube, wenn dann das nicht gelingt und im Winter dann auch entsprechend nicht die Entscheidungen getroffen werden, die der eine oder andere sehen möchte, kann die Stimmung in der Rückrunde sehr stark umschlagen. Und das haben wir damals in einer ganz negativen Weise bei Jupp Heynckes erlebt, dass dann nach der Winterpause wirklich die öffentliche Meinung außer Kontrolle war, dass da Morddrohungen mit dazu kamen. Ja. Und ich hoffe, dass wir diese Phase nicht mehr erleben werden. Ja, das glaube ich aber auch. Also, das ist, also ich glaube, da wird auch Max Eberl. Klar, ich glaube, bis zur Winterpause wird sich dahingehend nichts tun. Dann wird man sich zusammensetzen, wird entscheiden, wird schauen, wie sind die Tendenzen, wie sieht's aus. Mhm. Und ich glaube, dann wird auch wird die Entscheidung gefällt. Und ich glaube, dass auch Eberl da, sowas, glaube ich, gar nicht entstehen lassen würde. Also soweit wird es nicht mal. Kommen. Also das ist ergebnisoffen und ich bin sehr gespannt. Erstmal hoffe ich jetzt einfach, dass wir in den nächsten Wochen uns wirklich die Punkte holen. Ob es jetzt gegen Barcelona, wie auch immer läuft. Ich bin froh, dass wir uns da vielleicht einfach mal das Stadion anschauen, ein paar Tage da auch uns auch die Stadt ein bisschen genießen können, aber sportlich gesehen, das ist für mich unbedeutend. Ja, ich will einfach nur, dass wir jetzt uns stabilisieren, in den Winter gehen, ohne größte Sorgen, denn man hat schon, ich sag mal, man hat schon Pferde kotzen sehen, auch wenn die Qualität der Mannschaft einfach zu gut ist, um dauerhaft da unten drin zu sein und die Qualität der anderen Mannschaften nicht so gut, dass sie uns eigentlich auf Dauer schlagen können, man weiß es nicht. Ist ja auch so, dass einfach die unteren drei in der Tabelle ja sowas von zurückhinken. Wenn die mal anfangen zu punkten, dann wird es sicherlich auch ein heißer Ritt werden, wenn man nicht anfängt zu punkten. Ja. Von daher. Aber wollen wir mal nicht so schwarz malen. Im Moment fällt es einfach schwer, jetzt enthusiastisch zu sein oder sich total aufzuraffen. Ich hoffe, der Mannschaft gelingt es in den nächsten Wochen und das werden wir dann entsprechend auch wieder begleiten.